Herzlich willkommen zu der E-Learning-Lerneinheit Tachykardie-Algorithmus. Erweiterte lebensrettende Maßnahmen basierend auf den Leitlinien 2021 des ERC und den Guidelines 2020 der AHA. Ein Kernthema dieser Lerneinheit ist das Erkennen des kritischen Patienten. Hier werden Sie wissen, wann eine synchronisierte Kardioversion indiziert ist. Eine Linksherzinsuffizienz äußert sich beispielsweise in einem Lungenödem, Pleuraergüssen oder einer schlechten peripheren Perfusion. Gestaute Halsvenen oder Unterschenkelödeme sind Anzeichen eines Rechtsherzproblems. Um die Kardioversion zu synchronisieren, gibt es bei vielen Geräten eine Taste, auf der Sync steht. Diese Taste müssen Sie geräteabhängig, einmalig oder vor jeder erneuten Kardioversion drücken. Durch die Hauptwirkung auf die Kaliumkanäle führt Amiodaron zu einem verbreiteten Aktionspotenzial und wirkt rhythmusstabilisierend. Amiodaron ist weiterhin stark jodhaltig, was zu schweren Schilddrüsenfunktionsstörungen führen kann. Beim Vorhofflattern kommt es zu einer kreisenden Erregung im rechten Vorhof, welche schließlich über den AV-Knoten auf die Ventrikel übergeleitet wird. Diese kreisende Erregung wird als Makro-Re-Entry bezeichnet. Der Parasympathikus innerviert nur die Vorhöfe, wirkt also auf den Sinus und den AV-Knoten und führt hier unter anderem zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz. Durch die Stimulation des Nervus vagus soll daher ein Übergewicht zugunsten des Parasympathikus am Herz erreicht werden. Adenosin, das Sie vielleicht auch unter dem Handelsnamen Adrecar kennen, hat unter anderem eine blockierende Wirkung am AV-Knoten. Oftmals reichen die initial empfohlenen 6 Milligramm jedoch nicht aus. In diesem Fall wiederholen Sie das Verfahren mit der doppelten Dosis, also 12 Milligramm. Um in der Akutphase eine adäquate Blutverdünnung einzuleiten, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Weit verbreitet ist beispielsweise niedermolekulares Heparin, wobei in der Präklinik meist unfraktioniertes Heparin angewendet wird. Sie behandeln einen erwachsenen Patienten, der über leichten Schwindel und Übelkeit ohne Erbrechen klagt. Im EKG sehen Sie folgenden Herzrhythmus. Welche der dargestellten Maßnahmen sollten Sie nun durchführen? Eine 78-jährige Patientin klagt über Dyspnoe, ein Engegefühl auf der Brust und Schwindel. Sie erheben die aufgeführten Vitalparameter und leiten das vorliegende EKG ab.